So, wunderschönen guten Morgen und willkommen zur Übung für das dritte Übungsblatt. Gleich zum Anfang noch eine Ankündigung. Wir werden heute im Laufe des Tages das aktuelle Übungsblatt noch ein bisschen um zwei Bonusaufgaben ergänzen. Die werden wir irgendwann heute noch hochladen. Das heißt, auf die E-Mail aufpassen, gibt dann noch die Möglichkeit, Bonuspunkte ein bisschen zu erarbeiten vor Weihnachten. Ansonsten würden wir halt direkt mit dem dritten Übungsblatt anfangen. Das dritte Übungsblatt war jetzt mehr so ein, in weiten Teilen so ein mechanisches Übungsblatt. Wenn man jetzt darüber spricht, wie so ein Studium aufgebaut ist, sind das die berühmten Skills, dass man halt auch irgendwelche Rechenvorschriften, Algorithmen und so weiter anwenden kann, dass man halt Repräsentationen hin und her rechnen kann, dass man halt so eine Huffman-Kodierung aufbauen kann und so weiter und so fort. Gab auch so ein paar eine kleinere Beweisaufgabe und ansonsten halt sowas dazwischendrin mit der Aussagenlogik, dass man selber auch irgendwie so Konstruktionen vornehmen kann. Insofern zwar alles noch theoretische Informatik, aber jetzt nicht so sehr auf Beweisen fokussiert, sondern mehr so auf was halbwegs Konkretes, Handwerkliches machen. Gehört halt auch dazu, dass man halt die Wissenschaft, dass man auch das Handwerk beherrscht. Da ist bei der ersten Aufgabe ging es da halt gleich los mit Hin- und Herrechnen zwischen Repräsentationen, zwischen Kodierungen von numerischen Werten. Da ist natürlich immer die Frage, inwieweit ist das überhaupt wichtig, dass ich das per Hand durchführen kann. Dafür gibt es noch einen Algorithmus und dann schreibe ich was. Das ist dann zum Beispiel wichtig, wenn man ein bisschen hardwarenah programmiert, dann ist es ganz gut, wenn man halt nicht nur Dezimalsystem lesen kann, sondern gegebenenfalls auch mal ein bisschen Binärsystem oder auch geläufigerweise eher Hexadezimalsystem, manchmal Oktalsystem, dass man da auch zumindest so auf den ersten Blick erkennen kann, in welchem Größenordnungsbereich liegen denn die Werte oder dass man halt bestimmte Hexadezimalwerte schnell im Kopf halt zerlegen kann in Byte- oder Bitwerte. Macht es einem manchmal einfacher, wenn man beim Programmieren mit Bitmustern arbeiten muss und dann irgendwelche logischen bitweisen Operationen durchführen muss. Das ist ganz hilfreich, wenn man das nicht alles dann in ein Binärsystem hinschreiben muss, sondern man das auch per Hand, ohne dass man jetzt gleich groß die Maschine anwerfen muss, das Ganze vielleicht auch in Hexadezimal oder auch in Oktal Schreibweise hinschreiben kann. Deswegen also erste Aufgabe, dass man so ein bisschen hin und herrechnet zwischen einzelnen Repräsentationen, damit man halt auch das Prinzip, das dahinter steckt, so ein bisschen ins Unterbewusste reinkriegt und damit einfach umgehen kann. Dann auch von mir einen herzlichen guten Morgen. Ich fange mal mit der Aufgabe 3.1a an. Bei der A ging es jetzt, hat man jetzt ein Wort gegeben und man soll es als Wort zur Basis 2 und zur Basis 7 interpretieren und die natürliche Zahl angeben. Die Abbildung Num bildet von einem Wort auf natürliche Zahlen ab. Und jetzt hat man das Wort W01011 gegeben und man interpretiert das im Binärsystem. Das heißt, man rechnet, ist jetzt eigentlich nur einfaches Ausrechnen. Man kann das jetzt so ausrechnen, dass man sagt, die erste 1 ist 1 mal 2 hoch 1 und so weiter. 1 mal 2 hoch. Also jede Ziffer hier hat eine Wertigkeit. Man fängt von rechts an. Diese 1 hat die Wertigkeit 2 hoch 0. Diese 1 hat die Wertigkeit 2 hoch 1. Und dann kann man das hinschreiben. Dann hat man 1 mal 2 hoch 0 plus
einmal 2 hoch 1 plus einmal 2 hoch 3. Und dann kann man das einfach nacheinander ausrechnen und kommt auf 1 plus 2 plus 8. Und das ist dann 11. Wenn man die Zahl jetzt eben zur Basis 7 interpretiert, macht man praktisch dasselbe. Das ist dann, ist jetzt alles sehr technisch und man kann es prinzipiell nur, rechnet es nur aus. Und man hat einmal 2, dann 7 hoch 0 plus einmal 7 hoch 1 plus einmal 7 hoch 3. Wenn man das ausrechnet, kommt man auf 351. Bei der Aufgabe B geht es jetzt um die Umkehrabbildung, die Repräsentation von einer Zahl zur Basis 3 anzugeben. Also man rechnet von einer natürlichen Zahl in ein Wort um. Und letztendlich ist das die Umkehrfunktion von der Funktion num. Und man kann sich einfach überlegen, wie man 46 zur Basis 3 darstellen kann. 46 ist einmal 3 hoch 0 plus 2 mal 3 hoch 2 plus einmal 3 hoch 3 und wenn man das dann als Wort hinschreibt, kommt man auf 1, 2, 0, 1. Beim zweiten Teil der Aufgabe B ging es dann darum, das Wort so zu interpretieren, dass es mit der Basis 9 dargestellt ist. Man hat jetzt aber eine andere Zahl, das ist die 253. Zur Basis 9 wäre das dann. Dann kann man sich wieder überlegen, 253 ist 3 mal 9 hoch 2, also 3 mal 81 plus 1 mal 9 plus 1. Dann schreibt man das hin und kommt auf 311. Gibt es zur A und B soweit noch Fragen? Zwar jetzt, letztendlich muss man sich da nur überlegen, muss man das nur ausrechnen und das ist, naja, ein bisschen Arbeit. Aber es sollte eigentlich verständlich sein. Bei der Aufgabe C geht es ja jetzt darum, man hat ein Wort gegeben, man soll es zur Basis 11 und zur Basis 13 interpretieren, dann bekommt man eine natürliche Zahl raus und die soll man dann in Hexadezimaldarstellung angeben. Das macht man praktisch wieder wie bei der Aufgabe A. Man hat jetzt hier das Wort 98 gegeben, rechnet die natürliche Zahl aus, für das das Wort steht. Also 98 ist 107 und dann überlegt man sich, wie man das im Hexadezimalsystem schreibt. Verwendet jetzt die Notation 0x, um klarzumachen, dass das die Zahl in Hexadezimalschreibweise sein soll und nicht im Dezimalsystem. Und das ist dann 6b. Beim zweiten Teil der Aufgabe macht man das Gleiche, nur zur Basis 13. Beim Wort 42 kommt dann auf die natürliche Zahl 54
und schreibe die in Hexadezimaldarstellung als 0x36. Die Aufgabe D ist jetzt ein bisschen interessanter, die Aufgabe D und E. Man hat jetzt nochmal die Funktion, eine Funktion num. Wir gehen jetzt davon aus, dass die Funktion zur Basis 11 ist, gegeben. Und die Funktion bildet von einem Wort über den Alphabet Z11 auf die natürlichen Zahlen ab. Man soll sich jetzt überlegen, ob die Funktion injektiv oder surjektiv ist und dies auch beweisen. Auf den letzten Übungsblättern haben wir schon recht viele Beweise gemacht. Also man trifft jetzt erstmal die Annahme bei der D, dass die Funktion num11, die schreibe ich jetzt nochmal kurz hin. Wie gesagt, num11 bildet von einem Wort über den Alphabet Z11 auf die natürlichen Zahlen ab. Wir treffen jetzt erstmal die Annahme, dass num11 nicht injektiv ist. Dann wissen wir, wenn es nicht injektiv ist, muss müssen zwei Wörter W1, W2 über den Alphabet Z11 existieren. Wobei für die beiden Wörter gelten muss, dass, wenn man die Abbildung anwendet, die gleiche Zahl rauskommt, also num11 von W1 ist das gleiche wie num11 von W2. Und zusätzlich muss noch gelten, dass W1, das Wort W1 ungleich das Wort W2 ist. Und wenn man so eine Zahl gefunden hat, weiß man, dass die Funktion nicht injektiv ist, also nicht rechtseindeutig ist. Also wir suchen ein Wort W1. W1 wählen wir als 0,1 und W2 können wir als 1 wählen, was beides Wörter über den Alphabet Z11 sind. Und wenn man jetzt die Funktion ausrechnet, bekommt man für num11 W1 1 raus und das ist das gleiche wie num11 von unserem zweiten Wort. Und damit hat man bewiesen, dass die Funktion nicht rechtseindeutig ist. Gibt es zu der Aufgabe D, also zur Injektivität, noch Fragen? Bei der E soll man beweisen, dass die Funktion surjektiv ist. Wir gehen davon aus oder treffen die Annahme, dass num11 surjektiv ist. Und das wollen wir jetzt beweisen. Was heißt surjektiv? Surjektiv ist rechtstotal. Das heißt, wir müssen zeigen, dass für jedes Y-Element N0, also für jedes Y aus unserer Zielmenge der natürlichen Zahlen, ein Wort X aus unserer Definitionsmenge existiert, so das gilt num11 von x ist gleich y. Und wir haben in der Vorlesung und bei der Aufgabe auch schon die die Repräsentation, also die Umkehrfunktion von num kennengelernt. Und die können wir jetzt hier einfach anwenden. Und wenn wir das y gegeben haben, können wir das x so wählen, dass das x die
Repräsentation von y ist zur Basis 11. Und wenn man das anwendet, was wir in der Vorlesung gelernt haben, dann kommt raus, Num 11 von x ist, setzt man das ein, was man fürs x gefordert hat. Und da Num 11 und Rep 11 Umkehrfunktionen sind, kommt da wieder y raus. Und damit haben wir bewiesen, dass unsere Funktion Num 11 rechtstotal ist. In dem Fall bekommt man nichts anderes raus, weil y ist ja eine Zahl, eine natürliche Zahl. Die kann man verschieden schreiben, die kann man mit führenden Nullen aufschreiben oder nicht, aber es bleibt immer noch die gleiche natürliche Zahl. Und die, wenn wir die, wir haben die Repräsentation von 11 zur Basis 11 so definiert in der Vorlesung, dass man keine führenden Nullen hinschreibt. Und dadurch ist erstmal x definiert. Also rep ist eine Funktion, deswegen wissen wir, was x ist. Und selbst wenn x mit führenden Nullen dargestellt werden würde, wie auch immer man das machen will, dann würde da immer noch das Gleiche rauskommen. Also wenn man jetzt zum Beispiel y ist eine natürliche Zahl, wenn y zum Beispiel 1 wäre, dann in der Vorlesung ist es so definiert, dass dann hier für rep auch 1 rauskommt, aber selbst wenn da 0, 1 rauskommen würde, würde es immer noch die Abbildung num immer noch auf y abbilden. Vielleicht einfach anders ausgedrückt, die Argumentation, die eben kam, die spricht nicht gegen die Sojektivität, sondern da kommt man dann eher an die Injektivität oder wenn man um die Sojektivität von Repre sich kümmern wollte. Also mit der Argumentation kann man auch die Sojektivität von Repre, aber man kann damit gegen die Injektivität von Num argumentieren. Das ist ja die Rechtseindeutigkeit und Num ist nicht rechtseindeutig. Aber sie ist subjektiv. Subjektiv heißt nichts anderes gesprochen. Wenn Num subjektiv ist, dann muss es für jede Zahl aus den natürlichen Zahlen eine Repräsentation geben, die auf diese Zahl abgebildet wird. Das heißt subjektiv. Subjektiv heißt rechtstotal. Also der Zielbereich von Num sind die natürlichen Zahlen und jede natürliche Zahl muss Bild eines mindestens eines Wertes aus dem Definitionsbereich sein. Mit den führenden Nullen kann man halt für jede Zahl aus dem Zielbereich mehrere Werte aus dem Definitionsbereich hernehmen, die alle darauf abbilden. Aber das ist nicht Subjektivität, das ist Injektivität. Injektiv ist es nicht. Das ist die Argumentation, die sagt, das ist nicht injektiv. Aber subjektiv ist es. Für jeden, wenn Sie mir eine natürliche Zahl geben, kann ich Ihnen eine Repräsentation geben, die durch Num auf diese natürliche Zahl abgebildet wird. Und das ist eben Subjektivität. Das stimmt, ja. Also invertierbar ist sie nicht. Aber wir verwenden ja auch keine Invertierung in dem Sinne. Sondern was wir gucken ist, wir gucken ja nur, gibt es mindestens ein Wert aus dem Definitionsbereich, der auf jeden Wert im Zielbereich abbildet. Wir brauchen nur einen. Und um so einen zu finden, kann man halt diese Kette hinnehmen. Das ist keine inverse Funktion, aber wir brauchen auch keine inverse Funktion. Wir brauchen nur eine Funktion, die uns aus den vielen möglichen mindestens eins raussucht. Und es gibt, die Funktion sucht Ihnen nicht alle raus, aber sie sucht Ihnen mindestens eins raus. Und das reicht aus, um die Subjektivität zu zeigen. Soweit klargestellt? Okay, wunderbar. Dann kommen wir zur Aufgabe F. In der Aufgabe F soll man letztendlich eine Funktion definieren, die von Wörtern
zur Basis 8 auf Wörter zur Basis 2 abbildet. Und für die Wörter soll gelten, dass sie den gleichen, dass der, die gleiche natürliche Zahl bei der Anwendung der Funktion, der jeweiligen Funktion darauf rauskommt. Und da bei der Aufgabe geht es jetzt darum, formal sauber diese Funktion zu definieren. Und das machen wir jetzt. Wir definieren uns erstmal eine Hilfsfunktion t, die ein einzelnes Zeichen aus z8 umwandelt und benutzen dann diese, um die Aufgabe zu lösen. Also nochmal, unsere Funktion t, die rauskommen soll, soll abbilden von einem Wort über den Alphabet z8 auf z2. Und zudem soll gelten, dass wenn wir num anwenden und ein Wort aus diesem Alphabet haben, soll der gleiche Wert rauskommen. Es ist jetzt hier nicht sauber aufgeschrieben, es ist jetzt nur zum Verständnis da, dass man die Aufgabe noch im Kopf hat. Also wir definieren uns jetzt erstmal eine Hilfsfunktion t, die von einem einzelnen Zeichen abbildet, auf mehrere Zeichen, oder genau genommen, wir lassen sie auf 3 Zeichen über den Alphabet z2 abbilden. Und die Funktion definieren wir wie folgt. Wir bilden x ab auf 0, 0, 0, falls x gleich 0 ist. Wir bilden x ab auf 0, 0, 1, falls x gleich 1 ist. Machen das so weiter. Also Punkt, Punkt, Punkt sollte man nicht hinschreiben. Ich lade die Lösung auch komplett ins Ilias hoch. Der letzte Wert, wenn x gleich 7 ist, bildet man es auf 1, 1, 1 ab. Jetzt haben wir eine Funktion, die uns ein einzelnes Zeichen in ein Wort über den Alphabet Z2 umwandelt, so dass unsere Bedingung auch gilt. Jetzt können wir diese Funktion benutzen für die Funktion groß T, die wir suchen. Mal groß T bildet von ein Wort aus Z8 auf ein Wort aus Z2 ab und wir bilden x, also x ist in dem Fall auch ein Wort, auf das leere Wort ab, falls die Länge von x gleich 0 ist, und wir bilden x auf Wir teilen x auf, wenn die Länge von x größer als 0 ist, und mit ich schreibe es erstmal sauber hin. Also, wenn x größer,
mehr als ein Zeichen beinhaltet. Können wir x in ein Wort w und einen Buchstaben y aufteilen, so dass x gleich wy ist. W ist soll ein Wort aus Z8 sein, das kann auch das leere Wort sein. Und y soll ein Zeichen aus Z8 sein. Wir konkatenieren dann groß T von W mit klein t von y. Klein t von y können wir anwenden, da y nur ein einzelnes Zeichen ist. Und wir wenden dann rekursiv die Funktion groß T weiter auf das nun um eins kleinere Wort an. Und das ist letztendlich die Lösung. Gibt es zu der Aufgabe noch Fragen? Kann man machen, muss man in dem Fall aber nicht. Wenn x jetzt die Länge 1 hat, hätte man in diesem Fall, dann könnte man x in das leere Wort mal x aufteilen. Und dann wendet man groß T vom leeren Wort an und klein t von x. Also man kann da auch gerne noch einen Fall für die Länge 1 machen, muss es aber nicht, wenn man es so notiert. Gibt es weitere Fragen? Dann kommen wir zur Aufgabe 3.2. In der Aufgabe 3.2 geht es um die Huffman-Bäume. Mit den Huffman-Bäumen kann man ein Wort kodieren und man kann es in gewisser Weise optimal kodieren. Die ersten drei Aufgaben sind jetzt da auch sehr technisch. Man hat das Wort Informationstheorie gegeben und soll dafür jetzt einen Huffman-Baum aufzeichnen oder angeben. Man kann für das Wort jetzt verschiedene Huffman-Bäume angeben. Was aber für den Huffman-Baum wichtig ist, ist, dass man weiß, wie häufig die einzelnen Symbole im Wort vorkommen. Dafür macht man sich am besten eine kurze Tabelle, zählt die Buchstaben des Wortes und schreibt die Anzahl sich auf und dann kann man recht einfach einen Huffman-Baum erstellen. Man fängt beim Huffman-Baum mit den Buchstaben an, die recht selten vorkommen. Das wäre bei dem Wort Informationstheorie zum Beispiel der Buchstabe F und der Buchstabe H, die jeweils nur einmal vorkommen. Die verbindet man und addiert die Counts der Buchstaben. Das macht man für alle Buchstaben der Größe, die nur einmal vorkommen in dem Wort Informationstheorie. Und ich meine, wenn ich mich nicht täusche, ist der nächste Buchstabe N, der jetzt zweimal vorkommt. Und dann kann man diese zwei Situationen auch mergen. Man macht es dann so weiter. Man nimmt immer die kleinsten zwei Zahlen und verbindet diese mit zwei Kanten und addiert dann die beiden Zahlen. Da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, den Huffman-Baum aufzubauen. Ich führe das jetzt nicht komplett durch, sondern zeige euch meine Lösung. Hier sieht man jetzt einen Huffman-Baum für das Wort Informationstheorie. Was noch wichtig ist, dass mir noch die Kanten mit die linke Kante mit 1 und die linke Kante mit 0 und die rechte Kante mit 1 beschriften. Und wenn man jetzt diesen Huffman-Baum hat,
dann kann man eine Codierung für jeden einzelnen Buchstaben ablesen. Zum Beispiel für den Buchstaben O geht man von der Wurzel des Knotens, die hier oben ist, und runter bis zum Buchstaben O und schreibt sich einfach die Zahlen auf, mit denen die Kanten beschriftet werden. Also O hätte in diesem Fall die Codierung 000. Und das kann man dann so weitermachen und die Codierung für jeden einzelnen Buchstaben des Wortes W1 angeben. Und bei der C ist dann die Aufgabe, das komplette Wort Informationstheorie mit den Huffman-Baum auf Aufgabe 1 zu codieren. So, man hat jetzt diesen Huffman-Baum und für jeden Buchstaben hat man jetzt praktisch ein Codewort angegeben. Und bei Aufgabe C geht man dann das Wort Informationstheorie durch. Der erste Buchstabe ist das I, kopiert dann den Code für das I hier hin und macht das für alle 19 Buchstaben des Wortes durch. Die meisten von euch werden die Aufgabe gelöst haben. Ich lade die Lösung, den Huffman-Baum und den Code auch noch ins IDIAS hoch in der Musterlösung. Die Aufgaben D und E von der Aufgabe 3.2 sind jetzt ein bisschen interessanter. Bei der D geht es darum, dass man angeben soll, ob die Codierung, die über unseren Huffman-Baum oder über einen Huffman-Baum definiert ist, surjektiv ist. Und man soll dafür einen Beweis geben. Man kann sich jetzt recht einfach überlegen, ob die Codierung des Huffman-Baums surjektiv ist. Letztendlich sieht man hier, wie ein einzelner Buchstabe auf binäre Zeichen abgebildet wird. Man kann sich jetzt überlegen, dass zum Beispiel kein Buchstabe oder kein Wort auf die Zahl, auf das Wort 1 abgebildet wird. Und das verwenden wir auch in unserem Beweis. Wir führen einen Widerspruchsbeweis und nehmen an, dass die Funktion H die Codierung des Huffman-Baums angibt, surjektiv ist. Wenn das so ist, existiert für jedes Wort Y aus über den Alphabet Z2 ein X aus der Definitionsmenge A Stern, so das gilt HX, H von X ist Y. Wir wählen jetzt y gleich 0 und bei y gleich 0 kann man recht leicht sehen, dass es kein Wort x über den Alphabet Z2 gibt, für das gilt h von x gleich y. Und das schreiben wir jetzt noch so auf.
und damit haben wir einen Widerspruch zu der Aussage, dass H surjektiv ist, gefunden. Deswegen ist H nicht surjektiv. Gibst du der Aufgabe noch eine Frage? Gut. Dann kommen wir zur Aufgabe E. Bei der Aufgabe E hat man jetzt noch ein zweites Wort gegeben. Das Wort ist hier dargestellt. Und die Frage ist, ob es einen Haffen im Baum für das Wort W2, also dieses Wort, gibt, der einen kürzeren Code für das Wort W2 als der Baum aus Teilaufgabe A erzeugt. Was jetzt hier der wichtige Punkt ist, die Häufigkeiten der Buchstaben im Wort W2 sind die gleichen wie die Häufigkeiten der Buchstaben im Wort W1. Letztendlich ist das Wort W2 nur die sortierte Version des Wortes W1. Deswegen können wir argumentieren, dass zum einen die Häufigkeiten der Symbole im W1 und W2 gleich sind. Und daher können wir sagen, dass ein optimaler Huffman-Baum für das Wort W1 ein optimaler Huffman-Baum für das Wort W2 ist, da die Konstruktion des Huffman-Baums nur auf der Häufigkeit der Buchstaben beruht. Könnte man machen, aber ja. Ich meine, in der Vorlesung haben wir den Huffman-Baum nicht so definiert, richtig? Genau, also in der Vorlesung haben wir den Huffman-Baum nicht so definiert. Klar, man kann Doppelbuchstaben oder man kann mehrere Zeichen zusammenfassen zu einem neuen Zeichen. Wenn man das so macht, dass man immer die gleiche Anzahl der Zeichen zusammenfasst zu einem neuen Zeichen, dann ist das gerade die Blockkodierung. Jetzt kann man natürlich hingehen und noch viele andere Tricks anwenden, dass man halt zum Beispiel auch so Sachen macht wie eine Analyse, was weiß ich, bestimmte Buchstaben kommen nur in doppelter Notation in meiner Nachricht vor. Dann könnte ich auch hingehen und die zum Beispiel zusammenfassen und dann damit hoffentlich einen neueren, besseren Huffman-Baum bekommen. Man erkauft sich dieses Zusammenfassen von mehreren Zeichen halt damit, dass man hinterher eventuell eine größere Tabelle bräuchte. Man kann sich ja den Extremfall vorstellen, wir fassen alle Zeichen als ein großes Zeichen auf, dann haben wir einen maximal kleinen Huffman-Baum. Nur dann ist meine Übersetzungstabelle halt relativ groß. Da steht dann nämlich drin, dass das eine Bit 0, das halt bei rauskommt, oder eigentlich sogar das Nichts, das bei herauskommt, das muss halt dargestellt werden durch wieder die Zeichenfolge. Der Huffman-Baum ist halt, man sagt ja, er ist derjenige Code, der für die kleinste präfixfreie Codierung sorgt. Aber halt nur dann, wenn man wirklich alles für jedes Zeichen verbindet. Wenn man dann jetzt anfängt, zum Beispiel Blockkodierungen zu machen, kriegt man halt entsprechend kürzere Huffman-Bäume und bekommt dann halt entsprechend kompaktere Repräsentationen unter Umständen dieser Worte heraus. Nur man verlässt dann halt dieses mathematische Rahmenwerk der ursprünglichen Codierung, dass man halt einzelne Zeichen immer abbildet. Wir machen das ja hier nur so auf so Beispiel. Da hast du so Spieldinger. Hinterher wird das ja gemacht auf wirklich großen Dateien, die man dann halt komprimieren möchte. Und diese Dateien, das hatte ich glaube ich schon in der Vorlesung auch gesagt, also diese Dateien können zum Beispiel natürlich sprachliche Texte häufig sein. Also Textdateien komprimiert man ja zum Beispiel häufig mit sowas wie SIP, GSIP, BSIP und so weiter und so fort. Und alle diese Verfahren basieren alle letztendlich auf der Huffman-Codierung. Der Trick besteht dann halt darin, dass man zum Beispiel versucht, Blöcke zu finden, die dann hinterher dafür sorgen, dass das, was ich hinterher codiere, so klein ist wie irgendwie möglich. Und da kann man dann anfangen, komplizierte statistische Analysen zu machen auf dem Wort, um halt Sachen zu finden, wie kann ich jetzt hier die Blöcke gut finden. Und eine Blockkodierung ist da das Einfachste. Man kann dann mit Blöcken variabler Länge versuchen anzufangen,
Da muss man halt gucken, dass man da abhängig vom Kontext der Zeichen unterschiedliche Blocklängen zum Beispiel findet, um optimal zu kodieren. Oder man kann also auch dann, wenn man mit solchen Sachen anfängt, durchaus so Überlegungen machen, macht es Sinn, dass ich den Huffman-Baum mal von Zeit zu Zeit zurücksetze. Ich meine, jedes Mal, wenn ich halt was mit Huffman kodiere und hinterher soll es der Empfänger wieder dekodieren, dann braucht er ja den Huffman-Code. Also nicht den vollständigen Baum, aber der Code muss ja als Tabelle mitgeschickt werden. Und je nachdem, wie jetzt die Statistik aussieht auf den Texten, wenn sich da irgendwie die Eigenschaften des Textes über die Zeit hinweg verändern. Einfaches Beispiel, ich habe eine Datei, wenn ich die als ein großes Wort anschaue, dann sind im Schnitt alle Zeichen gleich häufig vor. Kann ja passieren. Aber es könnte zum Beispiel sein, dass aufgrund irgendwelcher Effekte, die darunter liegen, was jetzt diese Datei bedeutet, es so ist, dass diese Verteilung sich im Laufe der Zeit ändert, sodass sie zwar hinterher im Schnitt gleich häufig verteilt sind, aber vielleicht gibt es am Anfang halt ein maximales Ungleichgewicht für die eine Art von Zeichen und dann in der Mitte eine umgekehrte maximale Ungleichgewicht und dann im dritten Teil wieder ein anderes, sodass sich am Ende über alle den ganzen Text hinaus das Ganze wieder anwendet. Würde ich jetzt einen Huffman-Code für das ganze Wort machen, dann wäre der nicht sonderlich toll. Dann wäre der halt, wenn alles gleich häufig vorkommt, kann ich nicht wirklich schön was einsparen mit der Huffman-Kodierung. Wenn ich jetzt aber anfange und sozusagen erkenne, wo sind denn jetzt die Grenzen, dann kann ich also, wenn ich sehr ungleiche Verteilungen habe, erstmal für die sehr ungleiche Verteilung am ersten Teil eine Huffman-Kodierung machen und dann muss ich halt bei der Übertragung sagen, okay, jetzt kommt die neue Huffman-Kodierung, muss ich halt irgendwie entsprechend kodieren, hier kommt neue Tabelle, was ab jetzt kommt mit der neuen und dann kann ich für unterschiedliche Abschnitte zum Beispiel Huffman-Bäume berechnen und das Ganze mitschicken. Und um jetzt sozusagen wirklich das Optimum bei der Komprimierung rauspressen zu können, wird man das entsprechend so machen. Der Charakter der Kodierungsprimelle ist irrelevant für den Huffman-Baum. Es geht halt darum, was man einspart. Wir hatten es halt so definiert, dass wir den auf einem Wort laufen lassen und wir lassen halt, sagen halt, ein Wort besteht aus Zeichen und wir sind halt hier, wenn wir so ein Alphabet nicht explizit angeben, gehen wir immer implizit davon aus, jedes Zeichen ist ein Zeichen aus dem Alphabet. Sonst müssten wir halt vorher, ja, sonst können wir natürlich anfangen. Ich kann das hundertprozentig wasserdicht hinschreiben, nur dann haben sie da so eine Aufgabe stehen. Deswegen, das ist halt, das hatten wir aber, glaube ich, auch in der Vorlesung gesagt, da hatten wir drüber gesprochen, dass man da aufpassen muss, was ist das Alphabet und dass, wenn nichts angegeben ist, dann gehen wir halt davon aus, ein Zeichen ist halt immer ein Zeichen des Alphabetes, wenn ich so ein Wort sehe. Und dann geht das halt nicht. Das war jetzt eh zu Ende, richtig? Ja, das. Okay, dann passt das wunderbar, weil wir haben in der Regel immer ein anderes Problem. Sie werden das schon festgestellt haben, wenn Sie in so einer 90-Minuten-Vorlesung sitzen, dann ist die ziemlich lang. Und das macht die ganze Sache ziemlich anstrengend. Ich hatte schon mal gesagt, aus der Forschung wissen wir, so nach 15 Minuten schalten Sie ab. Wenn Sie 15 Minuten berieselt werden, schalten Sie ab. Und das macht das Ganze eigentlich dann völlig ineffektiv. Das heißt, nach 15 Minuten könnte ich eigentlich aufhören, Vorlesung zu halten. Das bringt dann eigentlich eh nichts mehr. Was man halt macht, ist, dass man versucht, halt die irgendwie zu aktivieren, dass sie also selber mal wieder irgendwas machen müssen, weil das sorgt dann dafür, dass sie sich dann für weitere 15 Minuten konzentrieren können. Bei der Aufgabe 3 ging es jetzt um darum, eine syntaktisch sinnvolle formale Sprache F zu definieren. Und wir wollen jetzt, wir betrachten jetzt die Mengenalgebra. Wir haben in der Vorlesung Operationen auf Mengen kennengelernt. Das war zum Beispiel der Schnitt und die Vereinigung. Und was wir jetzt machen wollen, ist eine formale Sprache für diese Mengenalgebra, die wir in der Vorlesung kennengelernt haben, zu definieren. Und Entschuldigung, noch einmal zurückgespult. Auch ein Grund, warum es sozusagen keinen kürzeren Huffman-Baum geben kann. Wenn man jetzt sagt, dass man zwei Zeichen zusammenfasst, also wenn man sagt, das ist dann ein eigenes Zeichen, dann ist es ein anderes Wort. Dann ist es nicht mehr dasselbe Wort sozusagen. Das heißt, weil ich ja dann sage, das ist jetzt, einmal ist das ein Zeichen und einmal sind es zwei Zeichen und damit sind es zwei unterschiedliche Wörter. Einfacher Beweis, das eine Wort hat eine Länge, die ist anders als das des anderen Wortes.
deswegen auch, also das halt auch als Argument, warum das, man das so in dem Sinne nicht betrachten kann, sondern für ein und dasselbe Wort gibt es mehrere Huffman-Bäume, aber die haben alle, also das, was rauskommt, der Code hat alles die gleiche Länge. Dann zurück zur Aufgabe 3. Die Aufgabe ist daher motiviert, dass wir auch für aussagelogischen Formeln eine formale Sprache definiert haben. Und das wollen wir jetzt auch für die Mengenalgebra machen. Bei den aussagelogischen Formeln haben wir es so gemacht, dass in der formalen Sprache nur die Wörter drin sind, die auch eine vollständige Klammerung hat. Deswegen habe ich hier als Tipp angegeben, dass die Klammerung in unserer formalen Sprache für die Mengenalgebra vollständig sein soll. Also dass dieser Ausdruck in F enthalten sein soll. Und ich habe auch noch gesagt, man kann sich auch von einer vollständigen Klammerung ausgehen. Die Lösung, die ich jetzt vorstelle, ist ziemlich analog zu der Definition der formalen Sprache für die aussagelogischen Formen. Das heißt, wir definieren uns erstmal ein Alphabet für unsere Konnektive. Die werden für die Mengenalgebra bei dieser Aufgabe die folgenden Zeichen, also Schnittmenge, Vereinigungsmenge und das Zeichen für die Menge A ohne die Menge B. Und wir haben auch noch in der Aufgabenstellung das Alphabet der verfügbaren Variablen. Das besteht aus den Variablen A, B, C und D. Und jetzt definieren wir uns noch das Alphabet, über den wir unsere Wörter der Mengenalgebra aufbauen. Dafür verwenden wir die Konnektive, das Alphabet der Variablen und noch die Symbole Klammer auf und Klammer zu. Jetzt analog zu der Definition der syntaktisch korrekten aussagelogischen Formeln definieren wir uns für jedes Konnektiv eine Funktion. Das wäre zum Beispiel für den Schnitt wäre, da definieren wir eine Funktion, die von einem Tupel, das aus zwei Wörtern über dem Alphabet unserer Mengenalgebra besteht, auf ein einziges Wort über den Alphabet abbildet. Und die Funktion definieren wir wie folgt. Wenn wir die Wörter G und H haben, also das hier ist ein Tupel, dann bildet G und H auf das Wort G geschnitten mit H ab. Diese Funktion definieren wir jetzt für jedes einzelne Konnektiv. Das wäre noch die ohne und die Vereinigungsmenge. Die bilden jeweils von den Tupel auf ein einzelnes Wort ab. Also wäre hier, steht hier jeweils dasselbe in den Zeilen. Der Unterschied ist in den Maps-Zufall. Wenn wir ein Wort G und H haben, also Tupel bestehend aus G und H, dann bildet es für die Vereinigungsmenge auf dieses Wort ab. Wir gehen jetzt hier nur von der vollständigen Klammerung aus. Und hier verwenden wir das Symbol für Menge G ohne die Menge oder weg der Menge H. Jetzt können wir induktiv mit diesen Abbildungen und unserem Alphabet eine Sprache definieren.
Dafür machen wir den Fall 0, dass die formale Sprache F0 besteht aus einer einzigen Variable. Also F0 ist die Menge der Variablen, das kann also A, B, C, D sein. Jetzt können wir uns induktiv definieren, wie größere Formeln zusammengesetzt sind. Das heißt, für jedes n aus den natürlichen Zahlen sagen wir, dass die formale Sprache fn plus 1 gleich fn ist, vereinigt mit der formalen Sprache, die entsteht, wenn man diese Abbildung anwendet, über das Tupel, über dieses Tupel, und wir müssen es auch noch mit den anderen beiden Funktionen vereinigen. Was jetzt in diesem Fall wichtig ist, dass wir hier auch immer die Sprache FN verwenden. Wenn man das hier weglassen würde, dann hätten wir für die Sprache F1 nur Funktionen oder nur Wörter, die jeweils aus zum Beispiel A geschnitten mit B bestehen. Das wäre ein Wort aus F1. Für F2 hätte man dann sowas wie, ich schreibe es nochmal sauber auf. Also wenn man jetzt diesen Fall, wenn man das hier weglässt, kann man in F1 sowas haben wie A geschnitten B oder A vereinigt mit B. Da man jetzt die Menge F1 auch für diese Abbildung verwendet, kann für F2 dann nur Gleichungen der Form, hier habe ich die Klammern vergessen, können dann nur Gleichungen der Form A geschnitten B nur Gleichungen dieser Form vorkommen, aber es könnte nicht sowas vorkommen wie das hier. Also, wenn man hier dieses Fn weglässt, dann ist dieses Wort symmetrisch in dem Sinne, dass immer auf beiden Seiten des Konnektivs gleich viele andere Konnektive vorkommen. Wenn man Fn mit reinnimmt, dann kann man auch solche Formeln generieren wie diese hier, dass auf der einen Seite des Konnektives zum Beispiel nur eine Variable ohne ein weiteres Konnektiv steht und auf der anderen Seite ein einzelnes Konnektiv. Ist der Fall verständlich? Deswegen ist dieser Part auch sehr wichtig in der Definition. Um jetzt die formale Sprache noch komplett zu definieren, nehmen wir wieder die große Vereinigung über alle FI, die wir gerade definiert haben. Und das wäre eine Lösung für die Aufgabe 3.3. Man hätte das auch mit kontextfreien Grammatiken lösen können, aber die Lösung ist insofern einfacher, dass sie sehr nah an der formalen Sprache für syntaktisch korrekte Aussagen logische Formeln ist. Gibt es dazu noch Fragen? Ja. Ich habe bei der Aufgabe
Bei der Aufgabe habe ich gesagt, dass Sie können von einer vollständigen Klammerung der Formeln ausgehen. Also das muss man nicht, kann das aber machen. Oder war das deine Frage? Wenn man es trotzdem schafft, dass die Sprache semantisch gleichwertig mit allem ist, was man in der Vorlesung besprochen hat, dann müssten die Klammern nicht unbedingt da sein. Aber ich finde es einfacher, in der formalen Sprache die Klammern vollständig zu definieren und von der vollständigen Klammerung auszugehen. Und dadurch muss man sich dann auch nicht mit Bindungsstärken herumschlagen. Gut, gibt es weitere Fragen? Dann kommen wir zur Aufgabe 3.4. Bei der Aufgabe 3.4 geht es jetzt ums Zweierkomplement. Die ist jetzt wieder, die Aufgabe ist wieder recht technisch. Und ja, nee, in der Aufgabe A geht es einfach darum, natürliche ganze Zahlen ins Zweierkomplement umzuwandeln. In der Vorlesung haben wir so einen Kreis, so eine Darstellung des Zweierkomplements als Kreis gehabt, wo oben die Zahl 0, 0 bestehend aus Nullen steht, dann geht es nach rechts rum, werden die Zahlen größer, sind aber positiv. Und das ist jetzt sehr informell. Und nach links rum geht es mit der kleinsten negativen Zahl los. Wir sind jetzt, wir verwenden jetzt 8-Bit-Bits. Deswegen wäre die Zahl minus 2 hoch 7. Und man kommt hier irgendwo bei der Hälfte an. Das wäre, was auch immer, das müsste die Zahl sein. Worauf ich hier hinaus will, wenn man das Zweierkomplement für die Zahlen 0, 1 und minus 1 und minus 128 angeben will, kann man sich es einfach machen und nur an die Darstellung als Kreis, des Zweierkomplements als Kreis denken, die man in der Vorlesung kennengelernt hat, und direkt das Ergebnis hinschreiben, ohne irgendwas ausrechnen zu müssen. Wenn man das Zweierkomplement mit 8-Bit von 0 hat, ist das nämlich einfach das Wort bestehend aus 8 Nullen. Bei 1 ist es diese Zahl, also hier der erste Fall, wenn man nach rechts geht, bei der 128, minus 128, das ist die kleinste Zahl, die man darstellen kann mit 8-Bit im Zweierkomplement, das wäre nur das Wort bestehend aus 8 Einsen. Und minus 1 habe ich gerade vergessen. Das wäre das Wort bestehend aus einer führenden 1 und der Rest sind 7 Nullen. Gibt es noch Fragen dazu? Genau, ich habe mich da Ja, ich habe diese zwei Fälle vertauscht. So. Stimmt. Gut. Das ist richtig. Ich lade es richtig hoch. Oder ich habe es gerade nur falsch abgeschrieben. Zumindest ist es jetzt so, dass man für die restlichen Zahlen der Aufgabe, ich schreibe es hier nochmal sauber hin, für die restlichen Zahlen der Aufgabe dann auch ein bisschen was zu rechnen hat. Hier
rechnen mir das Zweierkomplement von 48 aus. Das geht eigentlich analog zu der ersten Aufgabe. 42 ist 48 ist 32 plus 16. Also 2 hoch 5 plus 2 hoch 4. Deswegen kann man einfach das fünfte und das sechste Bit setzen und schreibt das dann so hin. Bei der Berechnung der Minuszahlen gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das auszurechnen. Die Aufgabe war jetzt, das Zweierkomplement von minus 42 anzugeben. Die eine Möglichkeit ist 2 hoch 7 plus, man hat eine Vorschrift kennengelernt in der Vorlesung, um das Zweierkomplement von Zahlen, die negativ sind, auszurechnen. Eine Möglichkeit ist dafür, 2 hoch 7 plus die Zahl x zu machen. X wäre, wenn x negativ ist, x wäre in dem Fall minus 42, also rechnet man 1 hoch 128 minus 42. Das ist 86 und stellt diese Zahl dann im Zweierkomplement als Binärzahl dar. Das wäre dann und man muss jetzt noch die führende Zahl einsetzen, weil negative Zahlen immer im Zweierkomplement immer eine führende 1 haben. Die andere Möglichkeit wäre es gewesen, erstmal das Zweierkomplement von 42 auszurechnen, dann die Zahl zu negieren und plus 1 zu rechnen. Bei der Aufgabe B geht es jetzt darum, im Zweierkomplement auch zu rechnen. Dafür war sogar zusätzlich noch eine Referenz zur Wikipedia, wo es recht gut erklärt war, wie man das machen kann, gegeben. Und wenn man jetzt im Zweierkomplement 60 plus 30 oder 60 minus 30 berechnen muss, muss man die Zahl erstmal ins Zweierkomplement umrechnen. Und dann kann man bitweise addieren. 60 wäre, wenn man 60 ins Zweierkomplement umrechnet, kommt man auf 30 ist es 30. Und was man jetzt machen muss, ist, man addiert bitweise und nimmt den Übertrag jeweils mit. Dann kommt man auf, also hier 0 plus 0 ist 0, 0 plus 1 ist 1, 1 plus 1 ist 0 und man merkt sich 1. Das ist eigentlich das Addieren nur im Binärsystem, wie man das aus der Schule gelernt hat. Und dann kommt man auf diese Zahl und wenn man die zurückrechnet in eine natürliche Zahl, dann kommt 90 raus, was auch das richtige Ergebnis für 60 plus 30 ist. Wenn man jetzt 60 minus 30 rechnen nach will, macht man das analog dazu, nur dass man sich zuerst die Zahl minus 30 im Zweierkomplement ausrechnen muss. Das heißt, man hat für 60 die gleiche Zweierkomplementdarstellung schon berechnet. Für minus 30 wäre sie in dieser Form, dann kann man wieder bitweise addieren. Kommt man auf diese Zahl und wenn man das umrechnet,
ist das Ergebnis 30. Das war eine Einführung in das Rechnen im Zweierkomplement. Das soll mehr als Motivation gedacht sein, um auch zu verstehen, warum es sinnvoll ist, eine Zweierkomplementdarstellung in Computer zu haben und damit auch mal eine Rechnung durchzuführen. Das kommt im zweiten oder dritten Semester in TI dann noch deutlich ausführlicher. Gibt es dazu noch Fragen? Bei der Aufgabe C ging es jetzt darum, wenn man ein Zweierkomplement mit 13 Bits, das Zweierkomplement mit 13 Bits hat, welche Zahlen sich darin darstellen lassen. Das kann man sich auch ganz einfach, recht einfach ausrechnen. Man hat alle Zahlen des Zweierkomplements mit 13 Bits. Und damit lassen sich die ganzen Zahlen darstellen, die zwischen minus 2 hoch 12 liegen. Und zwischen minus 2 hoch 12 und 2 hoch 12 minus 1 liegen. Und die Zahlen lassen sich mit 13 Bits im Zweierkomplement darstellen. Das war's zur Aufgabe 3.4. Und die Aufgabe 3.5 übernimmt Sebastian. Schon mal den Kuli vorkühlen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Aber wir kriegen das schon ganz ruckzuck hin. Also, die Aufgabe war, zu jeder aussagenlogischen Formel sollen wir zeigen, dass es eine äquivalente Formel gibt, die nur die Konnektive nicht und impliziert enthält. Jetzt, ohne dass mir das vorher einer aufschreibt, kann ich sowas nicht. Deswegen brauchen wir mal einmal die... Wahrscheinlich habe ich sie mitgenommen, nämlich so ein bisschen Lesung, da habe ich nicht gelesen. Genau. Also, was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, egal was ich mit zwei Konnektiven zusammen bastle, muss immer wahr oder falsch herauskommen. Und entsprechend muss ich dann die Konnektive, die ich hier nicht habe, also und oder, muss ich halt entsprechend dann mit Hilfe dieser beiden Konnektive nachbilden können. Also angenommen, ich habe zwei Variablen P und Q, das können auch Teilformeln sein. Wenn ich mir alle möglichen Variablenbelegungen anschaue, kann man die immer so schön hinschreiben. Das sind alle möglichen Variablenbelegungen. Oder wenn es halt Teilformeln sind, das sind alle möglichen Werte, die bei der Auswertung unter allen möglichen Variablenbelegungen rauskommen können. Und ich muss jetzt irgendwie die Konnektive oder und das Konnektiv nicht mit diesen beiden Konnektiven nicht und impliziert darstellen. Wenn ich mir jetzt anschaue, was kommt denn bei raus, also was muss rauskommen, das muss rauskommen, kann ich mir überlegen, durch starkes Nachdenken, wenn ich zum Beispiel mir anschaue, nicht P impliziert Q, nicht P ist wahr, wahr kann immer, kann nichts, darf nichts Falsches implizieren, also muss das falsch sein. Wenn hier nicht P ist wahr, impliziert Wahres, das ist richtig. Und dann steht hier bei P immer wahr und wenn ich das negiere, kommt immer falsch raus und aus falsch darf ich immer alles folgern, hatten wir gesagt. Also egal was Q ist, muss halt immer wahr rauskommen. Und das und hat halt entsprechend genau die gegensätzliche Belegung wie das hier. Das ist also genau das Invertierte wie das hier. Das heißt, eine Möglichkeit, ist nicht genau das Invertierte, mein Fehler, also gibt ein wahr und drei falsch.
Das kann ich entsprechend nachbilden, wenn ich mir zum Beispiel die Formel nicht P impliziert nicht Q anschaue. P impliziert nicht Q, F ist falsch, da kann immer was Wahres rauskommen, dann wird das Ganze noch negiert, da muss also was Falsches rauskommen. P ist falsch, das, was hier drin steht, ist immer wahr, wird negiert, ist falsch. P sei wahr. Aus Wahrem darf ich nur Wahres folgern. Q ist falsch, nicht Q ist also wahr, also ist das Ganze wahr, wird negiert, ist falsch. Und jetzt ist P wahr. Aus wahr soll dann Q ist auch wahr, nicht Q, also falsch folgern. Das darf nicht sein, also ist der innere Teil falsch. Das Ganze negiere ich und es kommt wieder wahr raus. Das heißt also, diese beiden Konnektive oder und kann ich auch nachbilden, indem ich diese Abbildung nehme. Und jetzt kann man das noch ein bisschen formaler hinschreiben. Jetzt kann man halt sagen, dass wir halt, wenn man das mit Hilfe von Äquivalenzen hinschreiben, dass halt diese beiden Äquivalenzrelationen entsprechend gelten. Und nun kann ich halt, wenn ich es noch formaler machen will, wir entsprechend zwei neue Funktionen hinschreiben. Das sind neue boolsche Funktionen oder neue Konstruktionsabbildungen, f-Dach für oder und f-Dach für und. Da mache ich jetzt halt Konstruktionsabbildungen, die halt entsprechend dann sowas wie p oder q entsprechend abbilden auf nicht p impliziert Q oder P und Q wird halt abgebildet auf nicht, Klammer auf, P impliziert nicht Q, Klammer zu. Und auf die Art und Weise kann ich dann entsprechend neue, immer äquivalente Formeln herleiten, sodass ich nur diese Konnektive nicht und impliziert enthalte. Dann bei der 3.6 ging es um einen Beweis. Machen wir denn mal nur die 3.6. Also bei der 3.6 ging es halt darum, dass wir beweisen sollten, dass dieser durch F induzierte Homomorphismus auch wirklich ein Homomorphismus ist. Und dann sollte man noch fragen, wann ist F, dieser durch F induzierte Homomorphismus, ein Epsilon-freier Homomorphismus. Ich überlege gerade. Ich meine, ich kann Ihnen den Beweis hochladen und sich anschauen und wir können da bei der nächsten Übung nochmal drüber sprechen. Das würde ich angesichts der Zeit lieber machen, weil ich finde es ehrlich gesagt interessanter, wenn wir uns kurz noch, dass ich zumindest die Gelegenheit habe, noch so zwei, drei Worte zu der Aufgabe 3.7 zu verlieren, weil die Lösung der Aufgabe ist prinzipiell erstmal einfach. Bei 3.7 ging es darum, dass wir die Ihnen vorgegeben haben, Ackermann-Funktionen von 8,6 mögen Sie bitte berechnen. Und man soll auch alle Zwischenschritte angeben. Wenn man jetzt schon guckt, dass es dafür 120 Punkte gäbe, also genügend Punkte, um den Übungsschein zu erhalten, wenn ich nur diese Aufgabe löse, dann könnte man das schon als Hinweis dafür nehmen, dass vielleicht hier irgendwas nicht so ist, wie man es sich normalerweise vorstellen sollte. Und der Sinn und Zweck dieser Aufgabe ist, da hatten wir auch schon mal in der Vorlesung drüber gesprochen, bevor Sie anfangen, etwas auszurechnen, überlegen Sie sich vorher, ob Sie es überhaupt ausrechnen können. Und wir hatten in der Vorlesung da relativ lange drüber gesprochen, bei dieser Ackermann-Funktion, dass die sehr, sehr, sehr schnell wächst. Und wir hatten uns da auch mal so die Wertetabelle für ein paar kleinere Werte angesehen. Das ist so schön bei Wikipedia aufgelistet. Und da gibt es schon kleinere Werte für kleinere Argumente zu der Ackermann-Funktion. Sind die Werte, die dabei rauskommen, so groß, dass sie zum Beispiel im Dezimalsystem geschrieben mehr Stellen hätte, als es Atome im Universum gibt.
Das heißt, selbst wenn Sie jetzt, sagen wir mal, minimal wenig Materie hernehmen, um eine Inschrift zu bauen, die jetzt das Ergebnis darstellen soll. Also Sie machen halt, keine Ahnung, Binärkodierung, und wenn ein Atom da ist, ist es, das eine Atom ist eine 0 und das andere Atom ist eine 1, dann können Sie das nicht kodieren, weil Sie im ganzen Universum nicht werden genügend Atome finden können, um das hinzuschreiben. Oder wenn Sie halt an, Sie haben, wir haben Ihnen gezeigt, wie man das ausrechnen kann. Wenn Sie anfangen, das auszurechnen, werden Sie wahrscheinlich länger dran sitzen, als dieses Universum noch existieren wird, so sinngemäß. Und selbst dann können Sie das Ergebnis nicht hinschreiben. Also da ist einfach die Idee, man soll halt sehen, dass man das gar nicht berechnen kann und dann entsprechend auch keine Zeit darauf verschwenden, das zu berechnen. Jetzt gibt es ein paar Leute, die haben angefangen, trotzdem zu versuchen, ob man nicht irgendwie die Lösung doch irgendwie hinschreiben kann. Und das ist insofern interessant, weil wir haben ja bisher nur eine rekursive Definition kennengelernt von dieser Ackermann-Funktion. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, beliebige Werte hinschreiben wollte in irgendeiner anderen geeigneten Notation, also wir hatten da gesehen zum Beispiel diese Potenztürme. Diese Potenztürme sind ja kein eigentlicher Wert, sondern das ist ja nichts anderes als eine Abbildung. Das ist ja nur eine spezielle Sonderform von Exponentialabbildung, dass man da halt Zahl hoch Zahl hoch Zahl hoch Zahl hoch Zahl schreibt. Das ist ja nichts anderes als eine Funktion. Das ist nicht der Wert solche. Dann kann man halt versuchen, damit anzudeuten, dass man hier sehr, sehr, sehr große Werte meint, die man gar nicht hinschreiben kann. Jetzt, wenn Sie in Wikipedia in den Tabellen nachschauen, finden Sie für 6, 8 keine solche Notation. Oder 8, 6 oder was es war. Also hatte noch keiner, 8, 6 hatte noch keiner ausgerechnet. Was natürlich interessant wäre, ist zu wissen, kann ich diese rekursive Formel auch hinschreiben in einer geschlossenen Funktion? Finde ich also eine äquivalente Funktion, die nicht rekursiv definiert ist. Und da steht im Raum die Frage, ob vielleicht sowas mithilfe dieser von sogenannten Knotpfeilen, das ist nochmal eine erweiterte Schreibweise für diese Potenztürme, die wir schon gesehen hatten, ob man nicht damit, sagen wir, eine geschlossene Funktion angeben kann. In den 80er Jahren haben schon theoretische Informatiker das ein bisschen untersucht. Was ist jetzt das Verhältnis von Ackermann-Funktionen zu Potenztürmen? Und halt mit Hilfe dieser Knotpfeilnotation haben sie so ein paar Eigenschaften bewiesen. Da ging es unter anderem um so das Größenordnung, um das Wachstum von so Ackermann-ähnlichen Funktionen und dass es da so eine Klasse von Funktionen gibt, die alle das gleiche Wachstum haben wie die Ackermann-Funktion, aber die fangen unter Umständen bei ihrem Rekursionsanfang, es gibt ja mal da so zwei Rekursionsanfänge in dieser zweifach verschaffelten Rekursion, fangen diese Ackermann-ähnlichen Funktionen halt bei unterschiedlichen Startpunkten an und wachsen dann alle gleich schnell. Und dann gab es halt den Verdacht, dass es da so eine geschlossene Form gibt für eine bestimmte Art von Funktionen, die halt in dieser Menge der alle gleich wachsenden, gleich schnell wie die Ackermann wachsenden Funktionen gibt. Und die haben in den 80er Jahren angefangen und dann mal so ein paar kleinere Theoreme bewiesen. Offen war immer noch die Frage, gibt es eine geschlossene Form? Dann 2016 gibt es eine Working Paper, wo sie ein Theorem aufstellen, wo sie eine geschlossene Form mithilfe von diesen Knotpfeilen hinschreiben. Das ist insofern interessant, die Knotpfeile sind ja auch rekursiv definiert. Also da kann man dann anfangen zu diskutieren, ob das wirklich eine geschlossene Funktion dann ist, weil so ein Knotpfeil, aber man kann halt die Knotpfeile kann man problemlos ausrollen. Also aus so einem Knotpfeil-Notation kann man problemlos eine endliche Notation machen. Das Theorem, Sie geben dazu einen Beweis an, der jetzt ein bisschen meine mathematischen Kenntnisse übersteigt. Ich müsste mich da ein bisschen einarbeiten. Die arbeiten da mit Fixpunkten auf sogenannten Funktionalen und wollen halt zeigen, dass die Ackermann, das zeigen halt zwei Dinge, dass diese geschlossene Form auch aus der Menge der Ackermann-Funktionen ist, also die wächst gleich schnell wie die Ackermann-Funktion. Und dann versuchen sie zu zeigen, dass der Fixpunkt des Induktionsanfanges bei beiden gleich ist. Das Paper ist aber noch nicht offiziell veröffentlicht. Also es gibt eine Working Version, die kann man sich halt von der Webseite runterladen. Das Ganze ist aber noch nicht durch einen Gutachterprozess gelaufen. Und da das seit 2016 noch nicht durch einen Gutachterprozess durchgelaufen ist und der Beweis an sich relativ kurz ist, ist das ein Hinweis darauf, dass man dem vielleicht noch nicht vertrauen kann, dass da vielleicht noch so ein paar Lücken im Beweis sind. Deswegen gilt das erstmal nicht.
Aber wie gesagt, es ist auch nur eine geschlossene Form. Was herauskommt, ist halt auch wieder nur eine Funktion. Die ist halt nur nicht, ist rekursiv, aber die kann man halt leicht ausrollen. Deswegen beantwortet auch selbst so etwas nicht die Frage. Also das ist das andere, was Sie lernen sollen. Sie müssen lernen, die Frage zu beantworten. Und die Aufgabe war, das Ergebnis hinzuschreiben und die Zwischenschritte bei der Berechnung und nicht eine andere Funktion hinzuschreiben, die, sagen wir mal, zu dem gleichen Ergebnis kommt. Plus, wir hatten dann zwischenzeitlich gesehen, jemand hat halt versucht, auch dieses Theorem für diese geschlossene Form induktiv zu beweisen, aber der Induktionsbeweis ist grob fehlerhaft, zumindest die Version, die wir bisher gesehen haben. Wenn das funktioniert hätte, dann hätten Sie jetzt schon mit Ihrem Studium aufhören können. Wenn Sie das veröffentlicht hätten, hätten Sie Leute in den USA sehr unglücklich gemacht, die da seit 1980 dran arbeiten und wären selber wahrscheinlich relativ bekannt geworden. Und ich gehe auch mal davon aus, sobald wirklich jemand einen wasserdichten Beweis hat für eine geschlossene Form der Ackermann-Funktion, dann werden wir auch davon hören, weil die Ackermann-Funktion halt so etwas Fundamentales und Wichtiges ist. Also das wäre schon schön, wenn also dieser Beweis standhält, das wäre eine interessante Sache. Aber bisher ist er halt noch nicht fest, wir haben halt drüber geguckt und wir sind uns halt auch nicht sicher, ob der wirklich so gültig ist. Also wir sehen es noch nicht ganz, es kann aber auch daran liegen, dass wir halt keine Mathematiker sind, die jetzt halt unbedingt mit Funktionentheorie immer da so ganz super fit sind. Okay, das dazu wegen des Beweises, wir laden das Musterblatt hoch und bei der nächsten Übung werden wir den Beweis für diesen durch F induzierten Homomorphismus, dass das wirklich ein Homomorphismus ist, auch noch nachholen.